Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, heute mit einer neuen Folge Clash Royale und jetzt geht's los. Zuerst zeige ich euch mal mein Deck, mit dem ich jetzt immer so angreife. Das besteht aus der Skelettarmee, dem Koboldfass, dem Babydrachen, den Barbaren, der Minionhorde, der Koboldhütte, den Pfeilen und dem Tesla. Dazu möchte ich noch sagen, ich spiele komplett ohne Gems, da es ja viele gibt, die stecken sehr viel Geld in das Spiel, um hochzukommen. Das tue ich nicht. Meine Truppen sind alle normal gelevelt und ja, da bin ich eigentlich auch stolz drauf. Ich bin sehr zufrieden mit dem Deck und wie gut es wirklich funktioniert, möchte ich euch anhand einiger Replays zeigen, wo ich sogar gegen Level höhere eine sehr gute Figur mache und sogar gewinne. In diesem Replay treffe ich auf David Dead und er ist ebenfalls ein Level 8er. Aber auch gegen ihn habe ich mich sehr gut geschlagen und dies spricht für die Stärke dieses Decks. Ihr könnt es gerne auch ausprobieren und mir mal schreiben, wie ihr es findet. Ich finde es sehr gut. Es hält gegen sehr viele verschiedene Decks stand. So, wie ihr jetzt bestimmt schon gesehen habt, habe ich seinen ersten Angriff mit meinem Tesla und meinen Pfeilen abgewehrt und setze jetzt so einen kleinen Push auf der rechten Seite mit meinen Barbaren an, welchen er mit seinen Barbaren kontert und auch seinen Kobolden, was vollkommen in Ordnung ist, denn mein Tesla ist noch in der Mitte, fängt seinen Push ab. Brauche ich überhaupt keine Sorgen drum haben. Und seit einem Schweinereiter fange ich mit meiner Skelettarmee ab. Diese gehen auf seinen Tower, er wehrt sie mit dem Drachen ab. Und dagegen setze ich meinen Babydrachen und kann ein paar Hits auf seinem Tower landen. Seine Minion-Horde werde ich mit meinen Pfeilen abwehren. Und danach wieder meine Koboldhütte in den Hintergrund setzen, die aus dem Hintergrund für mich arbeitet. Seine Hexe wehre ich mit meinem Tesla ab, damit sie nicht auf meinen Tower geht. Das gelingt mir gut damit. Mit dem Koboldfass versuche ich seinen Tower anzugreifen. Er wehrt diesen mit dem Barbaren ab. Und auch seinen linken Push wirke ich mit meinen Minions und meiner Skelettarmee entgegen. Seinen rechten Push kümmert sich mein Baby da herum. Und ja, er hat zur Abwehr seine Hexe gesetzt. Diese hat sehr gut funktioniert. Und auch seine Minions haben meinen Drachen auf der rechten Seite zerstört. Mein Tesla holt sich hingegen wieder seine Valkyrie und seine Minions und auch sein Schweinereiter wird hier nicht sehr viel Schaden in meinem Turm machen. Da hat er noch mehr Schaden mit seinem Feuerball gemacht. Jetzt weiß ich allerdings, dadurch, dass er den Drachen setzt, dass er auf sehr wenig Elixier runter ist und konnte mit der auf der rechten Seite mit meiner Skelettarmee, da ich weiß, dass er keine Pfeile hat, kann er diese sehr schlecht abwehren. Ich wehre mit meinen Pfeilen hingegen wieder seine Minions und seine Kobolde ab. Und nun setze ich zu einem finalen Push an auf der rechten Seite mit meinen Barbaren und meinen Minions, die er wieder nicht abwehren kann. Diese gehen auf den Tower und zerstören ihn und holen somit für mich den Sieg. Gutes Spiel, er bedankt sich, ich freue mich, schöner Kampf. Als nächstes spielen wir gegen Porgai aus einem Clan, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Er ist ebenfalls Level 7, genau wie ich. Und beginnt seinen Kampf mit einer Koboldhütte und ich beginne meinen Kampf mit einem Koboldfass, um natürlich auszuchecken, ob er Pfeile hat oder nicht. In dem Fall hat er seine Pfeile nicht
benutzt gegen meine Kobolde. Und ich kontere seine Kobolde mit meinen Barbaren, welche von seinem Bomber gut abgefangen werden und somit nicht durchkommen. Er setzt jetzt einen Musketier und daraufhin setze ich meine Skelettarmee, welche vom Bomber schnell erledigt wird, aber sie trotzdem ihren Zweck erfüllt hat. Jetzt sitzt er auf der linken Seite seinen Prinzen und seine Skelettarmee. Ich hingegen konnte nur sehr schlecht mit einer Tesla und den Pfeilen. Sein Prinz überlebt dadurch mit mehr als der Hälfte Leben und macht ordentlich Schaden an meinem Turm. Durch den Einsatz der Pfeile auf meine Minions weiß ich, dass er Pfeile besitzt und werde dementsprechend meine Taktik anpassen. Da er seine Pfeile gerade verschossen hat, kann ich nun die Doppelbarrel wieder auf seinen Turm schießen und sie können ein paar Hits landen, bevor sie der Bombe aus dem Weg räumt. Im Hintergrund setze ich wieder meine Koboldhütte, welche für mich arbeitet. Jetzt kommen wir in die Doppel-Elixier-Zeit. Und er setzt seine Skelettarmee, welche ich mit meinen Pfeilen konter. Nun ist sein Prinz auf der linken Seite allein und meine Skelettarmee kann ihn sauber aus dem Weg räumen. Dies wird verhindert durch seine Pfeile, aber dadurch setze ich meine Barbaren. Und für sie ist es kein Problem, den Prinzen aus dem Weg zu räumen. Und sogar die Kobolde hinten dran auch noch. Mit diesem Zug setze ich zu meinem finalen Push ein, indem ich die Minions hinter die Barbaren setze. Die Barbaren sie tanken. Die Minions, die Skelettarmee aus dem Weg räumt, der Bomber viel zu wenig Schaden macht, die Minions gar nicht berührt, die Minions dann powerlos führen kann. Jetzt verbleiben nur noch 17 Sekunden. Die spiele ich einfach runter, setze noch meinen Tesla zur Verteidigung. Er hat keine Chance mehr, zu meinen Türmen durchzukommen, geschweige den einen zu zerstören. Somit habe ich den Kampf gewonnen. Er sagt nicht schlecht, weil es am Anfang natürlich alles für einen Sieg nach ihm aussah. Er hat viel mehr Schaden an meinem Turm gemacht als ich an seinem. Aber das Deck hat sich mal wieder bewährt. Als letztes werden wir einen Live-Angriff machen und mal schauen, wen wir so bekommen. Diesmal ist es ein Level 7 Gegner, er heißt NDSP. Und ja, mal sehen, was er so hat. Ich fange gleich erstmal an mit den Sperrgoblins. Dagegen setze ich mal meine Barbaren und versuche mit dem Kobold-Pass herauszubekommen, ob der gute Mann Pfeile hat oder nicht. Er wehrt die Kobolde mit einem Mini-Packer ab, was jetzt noch nicht bedeuten muss, dass er keine Pfeile hat. Aber das werden wir noch herausfinden. So, dann setzen wir mal den Drachen gegen den Tesla und eine Koboldhütte in den Hintergrund. Gegen die Barbaren und den Schweinereiter setzen wir die Skelettarmee. Und diese sollte alle gut abwehren und in Schach halten. Testen wir nochmal, ob er Pfeile hat oder irgendetwas dagegen zu setzen. Und ja, es sieht so aus, als hätte er keine Pfeile. Und er hat auch den Skubal fast gerade überhaupt nicht abgewehrt. Jetzt holt er mit seinem Feuerball die Kobold-Hütte weg. Aber wir pushen jetzt mal ein bisschen. Wir haben sein Konter mit unserem Tesla ab. Ja, dann setze ich jetzt mal
meine Skelettarmee und meine Minions. So wie das Koboldfass. Leute nochmal im Hintergrund als Verteidigung. Und den Tesla natürlich. Und die Bahn. Noch einmal die Skelettarmee gegen seinen Frostzauber und gegen seinen Schweinereiter. Und die Minionhorde. Sowie das Koboldfass. Die werden sich jetzt den Tower holen. Das sind noch 10 Sekunden. 10 Sekunden. Spielen wir einfach runter. Und damit ist das Spiel gewonnen. Schön gemacht, gutes Spiel. Und wieder eine Silbertruhe mehr. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir noch eine Bewertung da. Schaut einfach öfter vorbei. Man sieht sich.